Willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Ja, womit machen wir weiter? Ich glaube, wir hatten gesagt, oder ich hatte gesagt, wir fahren zum Fernsprecher. Ja, doch, ich glaube, wir fahren auch zum Fernsprecher. Juhu, Polizei! Haha, du kriegst mir. Ah, so langsam kommen die Parallelen zu GTA 3 doch wieder rüber. Nee, wir holen uns erst, wir holen uns erst die Panzerung wieder. Heißt, auf nach dort hinten. Ja, Polizist, du kriegst mich eh nicht. Seht ihr, der Fahndungsstern ist schon wieder weg. So. Wow, nein, nein, nein. Nicht das Handling verlieren. Ach, wir fahren ja einen Landstalker, fällt mir gerade so auf. Ach, ich dachte schon, die Karre würde ich gar nicht anrühren hier in dem Spiel. Aber egal. Sind ja eigentlich auch noch früh im Spiel. Ist ja erst die siebte Folge, glaube ich. Da wäre es schon ein bisschen blöd, jetzt schon vom Ende zu sprechen. Ich glaube auch, wir machen erst. Wow, wow, wow. Boah, das nenne ich Skill. Ich glaube, wir werden auch erst die Nebenaufgaben jetzt machen. Heißt, Telefonsprecher. Telefonsprecher vor allen Dingen. Telefon-Mission. Fahren wir dann schon zu den Kubanern oder machen wir doch erst noch ein bisschen Dias? Mal gucken. Je nachdem, erstmal brauchen wir hier die kugelsichere Weste. Hihi. Schade. Ich dachte schon, ich hätte ihn erwischt. So. Zack, zack. Wow, 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 wow. Ja, sobald wir die Villa von Dias haben, ist das alles viel einfacher. Dann haben wir nämlich eine kugelsichere Weste genau an unserem Häuschen. Da vorne ist übrigens auch ein Objekt zum Kaufen. Da vorne. Aber das brauchen wir nicht wirklich. Zack. So, jetzt will ich ein anderes Auto haben. Nein, das nicht unbedingt. Das auch nicht. Halt, halt, halt. Ja, der Esperanto, der passt schon. Obwohl der hinter uns eigentlich um einiges schöner ist. Aber okay. Geben wir uns mit dem Esperanto zufrieden. Und jetzt auf zum Fernsprecher. Ja, doch, es heißt Fernsprecher. Ich habe Telefonsprecher vorhin gesagt. Ah, ich komme wieder mit meinen eigenen Gedanken nicht klar. Hihi. Es musste sein. Es läuft ja noch so im Radio. Wow, 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 wow. Ey! Oh. Ha! Gut zu wissen. Sowas sieht man schon im Vorbeifahren. Gut, also hier am Malibu Club gibt es auch eine kugelsichere Weste. Wir müssen gar nicht mal bis nach da hinten fahren. Ah. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ich bin immer bis nach da hinten gefahren. Egal, besser früh als gar nicht. Da stand immer noch der Fagio. Wow, 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 wow. So. Und da sind wir dann jetzt auch schon mit knapp 4 Minuten Verspätung am Fernsprecher angelangt. So. Dann rede mit mir, unbekannter Mann. Die rasende Schrottfabrik. Meine Herren, was muss da für ein dicker Block unterm Telefon kleben? Egal, wir haben 9 Minuten Zeit, die alle auszuschalten. Gut, dass hier mein Lieblingsmotorrad schon steht, her mit den Waffen. So. Mike Griffin arbeitet an einer Plakatwand in Washington. Gut. Ist das vielleicht ein Verwandter von Peter Griffin? Ich weiß es nicht. Da oben ist er. Und hier kommt wieder der Vorteil, dass wir die Cut-Fassung spielen. Auf der Uncut-Fassung funktionierte nämlich das Sniper-Gewehr nicht. Egal. So, den ersten haben wir. Verdammt! Oh.
Nee, komm, andere Waffe. Wenn jetzt ein Polizist erwischt hätte, wären wir dran gewesen. So. Oh Mist, wäre ich doch mal gerade ausgefahren. Das ist jetzt ein kleiner Umweg, aber... Ah, hier muss... Alter, hier muss man schon wieder mit dem Motorrad aufpassen. Das Handling hier ist schon wieder nicht so bedienfreundlich. Ey, da stand ein Taxi. Wow, 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 ist in Ordnung. Der nächste. Aha, da, irgendwie das Security Car ist schon weg. Na, verstehe das einer. So. Nein, 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 nein! Oh, das ist doch wieder ekelhaft. Man bremst, aber das ist halt. Das ist, glaube ich, schon mehr realistisch gemacht. Beim Motorradfahren. Wenn man bremst. Oder zu prompt bremst, dann schlägt es halt aus. So, ja. So, da war der erste. Den nächsten holen wir uns jetzt hier. So. Ja, ja, nein, nein, da muss ich halt gerade ausfahren, habe ich halt Pech. Ist besser, als sich jetzt aufs Maul zu legen. Aber da war mir das andere Motorrad doch lieber. So. Der ja, ist in Ordnung. Boah, wie mich diese Kerle hier alle aufregen. Aber mich regt jeder auf, der mir irgendwie bei der Arbeit im Weg ist. So. Ich glaube, zwei Leute sind es noch, die wir töten müssen. Danach ist die Mission auch wieder erledigt. Rasende Schrottfabrik. Ich frage mich, wie die echt auf den Namen Schrottfabrik kommen. Ja, super, du Dreckstaxi. Bah, und das Unternehmen gehört uns irgendwann noch. So, der Vorteil echt im Vergleich zu GTA 3 ist, dass nachdem eine Mission geschafft wurde, die Verhandlungssterne annulliert werden. Auch wenn ich mich frage, wann der Verhandlungsstern jetzt hier mal wieder verschwindet. Wow, war ein Polizist. So. So, dann können wir uns hier hinstellen mit dem Sniper. Und, ey, Maus, bleib ruhig. So. Jetzt noch Charlie Dilson. Und dann war's das mit der rasenden Schrottfabrik. So, der müsste hier geradeaus auf der Strecke sein, oder auf der Strecke links daneben. Ja, dann ist er auf der Strecke links daneben. So.
Da hinten, ich sehe dich, Charles Dinson. Ja. Wie soll ich das denn machen, ohne dass er mich sieht? Ihr seid ja witzig. Ah, hast du eine ähnliche ein ähnliches Gefährt wie ich? Du bist ein Held, mein Freund. Du bist ein Held. So. Hätten wir ihn damit auch schon erledigt. Dann jetzt auf zum Speicherort. Damit wir das wenigstens abgespeichert haben. So. Zack, zack, zack. Dann warten wir hier. Und speichern erstmal. 19 Kugeln haben wir nur noch von First M60. Schade. Speichern, speichern, speichern. Und auf zu Diaz. Machen wir den erstmal ein bisschen weiter. Ja, schade, dass wir noch keine Garage haben. Für das nette Motorrad. Weil von der Geschwindigkeit ist es wirklich gut. Nur halt das Handling ein bisschen. Klar, jetzt klappt das, wenn ich bremse. Seht ihr? Jetzt klappt das Bremsen. Na, vielleicht ist es auch extra eingestellt, dass es nur in Mission versagt. Egal. So. Hier haben wir gleich wieder den Infernus zum Fahren. Ah ne, wir fahren ja mit ist egal. Viel Spaß bei der Szene zu Angebot und Nachfrage. Jack, plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Screw you! It is my favorite El Burro movie, it died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Dang. Uh-huh. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay. Dieser Mann hat Probleme. Er kratzt sich mit der Knarre in den Schritt. Er ist zu blöd, um zu gucken, dass sein Videorekorder nicht eingesteckt ist. Naja, egal. Dann fahren wir mal Boot. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap, but I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. Wacko. Natürlich wieder mit Lance. Ja, wir sollen Fracht für Diaz abholen und das Ganze in einer Art Bootrennen. Also, wir müssen vor allen anderen. So, ja, wir sollen eine Fracht, wird nicht beschrieben, was für eine, für Diaz abholen. Und zwar vor allen anderen, die das Ding haben wollen. Dürfte machbar sein. Ja, ist in Ordnung. So, das haben wir auch gleich schon geschafft. Nein, 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 nein. Super geschafft. Beim allerersten Mal habe ich hier richtig lange dran gesessen. So, und jetzt dürfen wir uns um unsere kubanischen Freunde kümmern. Kubanische Freunde passt sogar irgendwie. Dadurch, dass wir die kubanische Uniform noch anhaben. Oh ja, der Kerl fährt auch so, dass ich nicht zielen kann. Super. Werden die erstmal erledigt. Gut. Na, wir versuchen es besser nicht. Oh nein, jetzt kommt ein Helikopter. Nee, erst gut, dann sind erst die Schützen auf dem Pier dran. Ne?
Fuck, der hat schon die Hälfte unseres Bootes kaputt. Wär's. Damit hätten wir das auch geschafft. Kommen wir fliegen in die Luft. Super. Good shooting, my friend. You're a real proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Mit dem Namen tut er sich auch keinen Gefallen. Aber egal, da kann der arme Mann ja auch nichts für. $10,000, super. Wow. So, Trainingsanzug bei Jack Sports in Downtown erhältlich. Nein, den werden wir allerdings nicht holen. So, haben wir jetzt hier den Infernus. Ihr seht, der Diaz-Missionsstrang ist ebenfalls vorläufig beendet. So, jetzt holen wir uns hier den Infernus und fahren auch erstmal wieder speichern. So. Oh, ich will Musik hören. Oh, Emotion. Ein schöner Radiosender. Hihi. Ah, unkontrolliertes Fahren. Klingelingeling. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Ja. Lance sagt, wir sollen ruhig bleiben. Oder er versucht uns Tipps zu geben und wir werden gleich oder später auf jeden Fall noch hören, wie er die Sachen regelt. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann einen kleinen Schnitt. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.